Der Saal gehört dir. Dankeschön. Ja. Oh, Leben. Ja, liebe Freunde, das Leben, was ist das Leben? Zu kurz, das ist klar, aber davor. Was machen wir mit diesem Leben? Erstmals alles für Spaß, Sex und eine bessere Welt. Aus Spaß, Sex und heiler Welt wird ganz schnell Kind, Kegel, Karriere. Später kommt vielleicht ein Hobby dazu. Tennisspiel. Aus Tennis wird Golf, aus Golf wird Bridge. Und aus Bridge, da wird Juhai, Fliegenstufe 1, 2, 3, vorbei. So ist das Leben. Und liebe Freunde, ich sage eins. Dieses Leben ist schön. Es ist alles so, wie es sein sollte. Ich muss ganz klar sagen, mein Pessimismus hat resigniert. Unser. Ja, warte nur. Oh. Dioxin ist doch viel gesünder als bislang angenommen. Ne? Akademiker werden jetzt auch nicht mehr so schwer. Und so ein Super-GAU hat auch seine Vorteile. Ne? Am schönsten finde ich, dass die Wasserwerfer, mit denen einst die Atomkraftgegner bewässert wurden, nun die Gemüter der Reaktoren ein wenig kühlen. Ja, das ist doch friedliche Konversion, Schwerter zu Schöpfkellen. Ja. Mit denen wird gelöscht und das hat doch endlich mal was bewirkt. Ne? Denken Sie an Baden-Württemberg. Es grün, so grün, wenn Japans gerne glühen. Da Kretsche. Ich kenne lang den Wilfried Kretschmann. Als ich ihn kennenlernte, war er noch Vorsitzender im Arbeitskreis katholischen Marxisten. Beim Grün. Ja. Jetzt ist er Ministerpräsident und bekommt jeden Tag den ganz großen Bahnhof. Das ist irgendwie lustig. Sehen Sie, ist doch schön. Ja. Alles ist auf dem richtigen Weg und das bisschen Restlaufzeit. Ja. Im Prinzip ist Atomkraft bombensicher. Gut, Erdbeben, Tsunami, Nieselregen, Neuschnee, Bodennebel, aber das ist eben höhere Gewalt. Und dass aus dem lieben Gott nochmal ein Menschenfreund wird, damit war nicht wirklich zu rechnen, sah der Sintflut. Aus einem Filialleiter schon. Der Ratzinger wird immer liberaler, das ist ja toll. Der Papst kämpft für das Kondom. Noch nicht in voller Länge, aber ein bisschen. Hören Sie? Ja. Um das Priestersterben zu verlangsamen. Ein bisschen. Aber ehrlich. AIDS ist ja auch nicht das, was sich viele Moraltheologen mal davon versprochen hatten. Ja, die Ehe schon. Die Ehe schon, die hält, was sie verspricht. Ne, verglichen mit Ehe ist Ehek eher freundlich. Würde man sagen, also, die Ehe hat schon so manchen dahin gerafft. Denken Sie an Hannelore Kohl oder Lady Di. Übrigens ein sehr perfider Imperativ, wie ich finde. Ja, sehen Sie, liebe Freunde. Ja. Ich muss also sagen, es ist eben nicht immer Licht am Ende des Tunnels einer solchen ehelichen Verbindung. Ja, wir kennen das alle, sehen Sie. Viele Paare schwören sich euphorisch, bis das der Tod uns scheidet und dann warten sie vergebens. Das muss man sagen. Also, das ist viel spannender als jeder Autounfall. Darum zieht so eine Hochzeit immer viele Schaulustige an. Denken Sie an William und seine Kate. Kate Middletons Einstieg ins Berufsleben als Hausfrau und Herzogin verfolgen ja viel mehr Zuschauer am Bildschirm als Osama bin Ladens Ausscheiden aus der Werktätigkeit. Das ist doch ein Skandal. Ne? Während uns die Bilder grinsdebiler Aristokraten auf allen Kanälen durch die Hirnlappen gewischt wurden, übertrug nicht eine einzige Fernsehanstalt die Erschießung Osama bin Ladens live. Wo wir schon im WDR sind, wofür zahlen wir eigentlich Gebühren? Also, da passiert mal was. Nee, ist egal. Osama, diesen alten Falafel-Yeti, es hat ihn doch gegeben. Erstaunlich. Für mich hatte Osama immer was von Jochen Behle. Wo ist Behle? Osama? Osama? Oh, in Pakistan, Sama. Da war er in Pakistan, das haben sie ja beim Public Enemy Viewing im Weißen Haus genau beobachtet. Das war ja toll, wie die da nett zusammensaßen, bei Chips und Nüsschen. Besonders schön fand ich ja Hillary, diese eiskalte Sau. Ne? Wie überzeugend die da ein auf erschrockenes Mädchen gemacht hat. Ne? Hoch, jetzt haben sie... Unsere Angela war ja weniger schockiert. Ne? Prima Erschießung. Ja, ich bin Christin. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mubarak, Gaddafi, Osama, der nächste ist Iraner. Ja, die Älteren erinnern sich vielleicht noch.
So. Ja, das war damals so dieser Spruch, Buback, Ponto, Schleier, der Nächste ist ein Bayer. Gemeint war Franz Josef Strauß, ne? Der ist ja ohne Feindeinwirkung von uns gegangen, so als Märtyrer der Brauereiwirtschaft. Ne? Das war ein toller Typ, das bedauern heute noch viele, sein Abgang. Osama weint keiner eine Träne nach. Das verbindet Osama mit Guido Westerwelle. Ne? Der ist ja auch quasi von uns gegangen, muss sagen, armer Guido, die FDP selbst, da freut sich ja nach wie vor bester Gesundheit. Ne? Toll, ist ja jetzt keine ranzige Klientelpartei mehr, sondern eine muntere Jugendorganisation. Das ist ein cleverer Schachzug. Ne? Für die nächsten Jahre steht die FDP erstmal unter Welpenschutz, oder? Was willst du denn da machen? Lindner, Barth, allen voran Philipp Rösler, dieses Diedelmaus-Triumvirat, also auf die kann doch keiner wirklich eindreschen, ohne sich dem Verdacht der Kinderschändung auszusetzen. Na, die FDP, ne? Kaum einer hat eben den Mut von Möllermann, ne? Ja. Nicht jeder Selbstmord ist auch ein Anschlag. Bisweilen ist er auch ein Segen, wenn das Timing stimmt. Ne? Für Gutenberg kommt jeder Selbstmord zu spät. Tut mir jetzt persönlich ein bisschen leid für ihn. Also, der hat würdeloses Dahinscheiden, hat keinen Feldherr verdient. Man hätte ihm die Chance geben sollen. Ne? Gaddafi würde ein Freitod ja noch helfen. Es sind ja nicht nur Fukushima 1 bis 4, auch Arabia 1 bis 22 sind völlig außer Kontrolle. Ne? Nun droht da die Kolonialschmelze. Das macht uns ein bisschen nervös, dieser Freiheitskampf in der arabischen Welt. Denn uns ist doch vollkommen wurscht, wer in den OPEC-Staaten regiert. Hauptsache, er macht es nicht selbst. Also, hör mal. Es ist ja schließlich unser Öl, oder? Frau Merkel, was meinen Sie dazu? Frau Merkel, ich habe Ihnen gerade eine Frage gestellt. Ich habe nichts an den Ohren. Prima Frage. Haben Sie sehr schön ausgedacht. Wollen Sie nicht vielleicht antworten? Ja. Nehmen Sie es bitte einfach mal so zur Kenntnis. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Das muss man erst mal durchhalten können. Angela Merkel ist der Fels, was sag ich, sie ist der Wittgenstein in der Brandung der Schaumschwätzer. Denn, wovon du nicht reden kannst, darüber musst du schweigen. Und Angela Schweigen macht mich so optimistisch. Denn Pessimismus ist das Ergebnis von Bildung und Information. Dankeschön.